62 junge Ausnahmetalente aus 23 Ländern nehmen am 8. internationalen Henri Marteau Violinwettbewerb teil. Leon Blech ist einer von ihnen. Of course. Natürlich habe ich viel geübt und du hast auch ein bisschen Stress, weil du beweisen willst, dass sich deine harte Arbeit auf diese Weise auszahlt. Doch nun habe ich es geschafft und da ist eine große Erleichterung, die jetzt über mich kommt. Der Druck ist abgefallen. Das ist schön. Leon Blech zieht in die nächste Runde ein. Darüber entscheidet jedes der 16 Jurymitglieder für sich selbst. Um größtmögliche Unabhängigkeit bei der Auswahl der Kandidaten zu schaffen, ist der Jury ein Austausch über aktive Wettbewerbsteilnehmer verboten. Das ist ja bei uns die Vorauswahl. Jeder kann kommen und darum sind wir in der ersten Runde, sehen wir alles. Sehen wir vom unglaublichen Mai, so ist Wahnsinn. Und bis zum, wo man sich sagt, naja, gut, okay, das können wir vergessen. 20 Wettbewerbsteilnehmer schaffen es ins Semifinale, darunter auch Leon Blech und Theophil Milenkovic. Marteau ist eine Legende. Es war großartig, ihn hier zu spüren und hier zu spielen. In seinem Zuhause und auch in dem wirklich wundervollen Konzertsaal. Erstmals wird der Violinwettbewerb nicht nur in den historischen Räumen in Haus Marteau durchgeführt, sondern auch im neuen Konzertsaal. Jetzt momentan stehen wir ja im Wohnzimmer von Henri Marteau. Hier hat die erste Runde stattgefunden und das Eröffnungskonzert und die zweite Runde sind im neuen Konzertsaal. Der ist natürlich einmal akustisch, aber auch von der Architektur her etwas ganz Besonderes, ein Raum, der wirklich gefüllt sein möchte mit Klang. Und alle Teilnehmenden waren ganz beeindruckt von diesem Raum. Der Bezirk Oberfranken ist Besitzer von Haus Marteau und Träger des Violinwettbewerbs, steuert 175.000 Euro bei. Die Hofer Symphoniker sind mit der künstlerischen und organisatorischen Gesamtleitung des Wettbewerbs beauftragt, dessen Höhepunkt das Galakonzert der Preisträger ist. Die Gewinnerin darf schließlich mit den Hofer Symphonikern spielen. Natürlich ist das ein unglaubliches Gefühl. Ich habe das nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ich war so glücklich, als ich ins Finale eingezogen bin, weil ich unbedingt das Paganini-Konzert mit Orchester spielen wollte. Und als ich dann gewonnen habe, war ich natürlich super glücklich.